Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Space Engineers. In der letzten Folge haben wir unsere Handelstour mal abgeschlossen und sind zu unserer Base zurückgekehrt. So, nochmal schnell Stoppuhr starten hier. Okay, so. Sonst, wenn wir schon gnadenlos immer überziehen, dann wissen wir wenigstens, wie viel. Wir haben unsere Handelstour abgeschlossen und waren am Mars. Und Mars war eine tolle Erfahrung. Jede Menge Erze, die es dort gibt. Und wir können auch mit den Stationen wohl gut handeln. Also dort könnte man auch eine Station aufmachen. Das Problem ist wahrscheinlich nur, wir könnten neben dieser Erzhandelsstation eine Mining-Station aufmachen, eine kleine, und einfach gnadenlos Erze minen und dort verkaufen. Die Frage ist nur, wir müssten da uns ein bisschen umstellen, weil da können wir ja mit unseren Megaminer so mäßig nicht arbeiten. Ne? Das heißt also, wir bräuchten dort so irgendwie so Mining-Drones, die oder Bohrer, die da irgendwie mit einem Rover irgendwie zu machen sind. Irgendwie so. Oder wir haben so ein kleines Fluggerät mit Pistons und Bohrern drauf, das man umsetzen kann über Triebwerke relativ einfach und einen entsprechend großen Speicher, den man dann anzapfen kann. Irgendwie so. Ich weiß noch nicht so richtig. Mal schauen. Muss ich noch ein bisschen überlegen. Aber Mars ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Auf jeden Fall interessant. Kann man sagen. Jetzt ist hier die Frage Solarpanel. Und ich hatte in den Kommentaren auch schon mal Hinweise, wie man die irgendwie stacken kann, damit die doppelte Leistung bringen. Oder damit man die Leistung verdoppelt sozusagen, indem man nochmal ein Modul dahinter hängt. Das muss man nochmal genauer anschauen. Das ist vielleicht ein interessanter Hinweis. Aber ich würde jetzt tatsächlich mal hier erstmal das Panel fertig machen, weil das vierte brauchen wir sowieso. Und das heißt, wir bunkern mal Stahlplatten. Und schauen mal, was wir hier, gut, Medikit, wie viel Stahlplatten, wir bringen da nicht mehr viel Stahlplatten rein, wenn wir so viel Kram drin haben. Ne? Das heißt, ich würde jetzt mal Sauerstoff wieder auf unsere Standardausstattung von 2 Sauerstoffflaschen und 2 Wasserstoffflaschen zurückgehen und vielleicht auch Cola mal hier lassen. Das brauchen wir unterwegs vielleicht nicht unbedingt, weil dann können wir ein bisschen mehr und vielleicht auch hier nur ein paar Medikits. Dass wir sagen, wir droppen hier vielleicht mal 10 oder so oder 5. Die sollten auch reichen. Und die Powerkits auch, dass wir da mal auch 5. Das glaube ich ist auch ausreichend erstmal. Weil dann kommen wir ein bisschen mehr Stahlplatten. Und zur Not haben wir ja dann was vorbei. Und wir haben dabei. Und wir haben hier jetzt die Dreier-Versionen von dem Schweißer und dem Bohrer. Und wir brauchen hier noch die Flex. Mal schauen, wo wir die noch kriegen. Also den Schleifer. So, und was wir tun sollten, ist, wir sollten noch mal kurz herausfinden, welche Rotoren das da oben sind. Rotoren, und da sehen wir eh schon, alle anderen sind benannt, dann ist das da der Rotor
Solar. Das ist der erste Feld hier und das ist das zweite, das dritte. Dann ist das hier der Fünfer, dann ist das der Sechser, ne? Der Rotor Solar 6 nennen wir den dann. Solar 6, 06, bleiben wir bei der Nummerierung. Und das andere ist dann der Rotor, der oben aufsitzt, das ist dann die 7. Und die beiden brauchen wir ja dann. Und beide müssen wir blockieren. Rotorsperre, damit wir später dann, jetzt beim Bauen ist es noch nicht so kritisch, aber später, wenn wir dann die Panels schweißen, dann fahren wir ja jetzt brauche ich noch die Solarpanels, dann fahren wir ja mit unserem Schweißer da relativ nahe ran und setzen auf und dann ist es natürlich ungünstig, wenn diese Rotordinger nachgeben und wir dann und wir die dann wegdrücken können, ne? So, okay, dann würde ich da das erste Panel hier ansetzen, tatsächlich. Und jetzt schauen wir mal, ob ich das nächste da oben ordentlich ansetzen kann. Ja, ich muss das tatsächlich. Ich glaube, ich muss das nochmal irgendwie üben, wie ich das schaffe. Ja, dass ich das nicht dahinter setze. Das ist wirklich, irgendwie kriege ich das. Treffe ich da den Punkt noch nicht so ganz. Ja, und dann weiß ich auch nicht, wie es rotieren soll. Also, ich habe so das Gefühl, ich muss auf diesen oberen rechten Knopf hier da. Aber dann verdreht er mir es jedes Mal, ne? Und dann muss ich es jedes Mal neu positionieren. Und ich weiß noch nicht ganz genau, was ich da falsch mache. Wenn ich zum Beispiel die Batterien positioniere und ich bleibe auf dem Teil und so wie jetzt, ich bleibe da drauf, dann kann ich es eigentlich, dann behält er die Orientierung, aber nur. Das ist wirklich, hier zum Beispiel ist es wieder weg. Also. Und jetzt zum Beispiel geht es eben nicht, weil ich wieder in der Ding war. Ja. Ich muss mir einfach mal richtig hinstellen, dass ich da die Solar an den Solarzellen entlang fahren kann, richtig, ne? So, dass ich da richtig bin. Vielleicht ist Third Person die richtige. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, wenn ich jetzt nach rechts gehe, dann bin ich da dran. Ja. Aber ich darf eben nicht über das Panel hinaus rutschen. Ne? In dem Moment, wo ich über das Panel rausrutsche, verliert er praktisch diese Einstellung wieder. Ja, jetzt. Na, zack, und jetzt ist weg. Und jetzt muss ich wieder neu positionieren. Ne? Und ich verstehe es nicht so ganz, wie ich das besser machen kann. Dass man das wirklich. Dass man diese Reihen nicht. Dass man die effizienter setzt, sozusagen. Ne? In Reihe. Zack. In dem Moment, wo ich rausrutsche, ist das Ding wieder weg. Und jetzt positioniert das wieder ganz anders. ich meine mal, wir können ja mal schauen bei den Optionen. Ich kann mich erinnern, da war irgendwas mit Spielanzeigesteuerung. War das beim Spiel?
Dann gibt es da noch die irgendwo die erweiterte. Also hier war es scheinbar nicht drinnen. Steuerung. Ja, hier ist es scheinbar nicht drinnen. Das ist in den Hauptmenü-Einstellungen, denke ich. Ich schaue da nochmal ganz kurz rein, weil das interessiert mich jetzt wirklich. Ich speichere da mal kurz. Und wir gehen mal kurz hier in die Welteinstellungen. Ob es da eine Option gibt, dass er die, das glaube ich ist bei Spiele laden. Und dann können wir hier Gameplay 01 und dann ist es da Einstellungen bearbeiten. Das wird glaube ich hier beim Spiel. Spielmodus Survival ist klar, offline, automatisches Speichern ist an. Ja, ich glaube hier war das drin. Schleifgeschwindigkeit, Umgebungssicherheit, Tonausgabe, Weggröße begrenzen, Sichtweite. Respawn Zeitlimit. Ja, Sonnenrotation aktivieren, alles klar, Länge eines Tages, maximal Items 65. So, maximale Schiffsgröße aktiviert, maximal deaktiviert. Das haben wir schon hochgesetzt hier. Gut, aber hier gibt's auch nichts, wo wir das einstellen kann. Nochmal genau schauen. Besitzstatus, Spielername, Trivial, endgültiges Tool, Waffen aktivieren, Frachthilfe, Ingame-Scripts, zerstörte Blöcke respawn, aktiviere Vibration von Werkzeugen, Qualität, Füchsel, Hand aktivieren, Sauerstoff, Luftdichte, unbefestigte Stationen. Jetpack aktivieren, Spawnen mit Werkzeugen, ja, das ist wichtig, sonst stehen wir ganz dumm da. Drohnen aktivieren, Wölfe haben wir deaktiviert. Aus der Ferne, Schäden an aktivieren, Schäden durch eigene Verbündete, und wir können Signale aktivieren. Respawn, Schiffe aktivieren. Subgridding aktivieren. Das ist, glaube ich, so experimentell hier. Exploit auszunutzen. Ja, das haben wir schon mal probiert. Wirtschaft aktivieren. Kopfgeldverträge aktivieren. Wettersystem aktivieren. Zielhilfe aktivieren. Aber da ist nichts drinnen von wegen. Da ist nichts drinnen, von wegen speichern, löschen, einstellen, bearbeiten. Okay, dann gehen wir zurück. Und wenn ich hier in Optionen reingehe, dann bin ich wieder hier. So, Spiel, Benutzeroberfläche, ist es da vielleicht? Umschalten. UI-Skalierung. Zur Oberfläche. Können wir das vielleicht zurücknehmen? Wir schauen mal. Um zu verhindern, dass diese Texte überlaufen. Fenstermodus, Maus erfassen, also okay. Grafik. Schatten, Kantengleichung, Baum, Rendering. Okay, das ist nichts, was hier
was wir suchen, Ton auch nicht, Steuerung könnte noch sein. Third Person, Mausempfindlichkeit, Scrollen, Controller deaktiviert, Controller Layout, Empfindlichkeit. Nee, hier ist auch nichts. Also, tja, ich weiß nicht, irgendwo konnte man das einstellen, dass dieses automatische Position, irgendwie so war das mit dem automatische Positionierung oder irgendwie so ähnlich, aber dann positioniert er vielleicht gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Ja, also vielleicht weiß das jemand von euch und kann mir da einen Tipp geben. Platzierungsmodus ist frei, ist aktiviert. Ja, und aber wie kann ich das umstellen? Das müsste ich vielleicht mal googeln. Also jetzt kann ich hier dran setzen. Aber in dem Moment, wo ich dieses kleine, wo ich dann nicht an der Seite bin, falle ich schon raus. Also in dem Moment, wo ich da ein bisschen nervös sozusagen nicht ganz so zielsicher bin, und jetzt hier weiß ich zum Beispiel schon nicht, warum er das macht, ne? Also ich muss die, mindestens die erste Reihe, muss ich immer total hinzittern sozusagen, ne? Und wenn ich zu nahe dran bin und dann geht's gar nicht. Also da bin ich ehrlich gesagt jetzt ein bisschen ratlos. Gut, aber jetzt schauen wir mal, wie viel wollen wir denn hier überhaupt ziehen? Wir haben jetzt hier, jetzt zählen wir mal, wie viel haben wir hier? Da oben haben wir noch das eine, das wir daneben geklebt haben. Das nehmen wir natürlich wieder weg. So, dann zählen wir mal. Also, wir haben hier. Wir haben hier 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und ich denke, wir machen wieder 12. Wir machen wieder 12 oder machen wir 15. Jetzt haben wir 12, dann brauchen wir noch 3. Wir machen 15. Ich glaube, der Mast, den wir da hingestellt haben, der kann das ab. So, noch 2, dass wir uns nicht wieder verzählen. Noch eine. Dann müssten es 15 sein. So, zack, zack. Mindestens weiß ich schon, wie ich es drehen muss. So, und jetzt kann ich ja hier mehr oder weniger durchgehen und könnte hier... Energy low, okay. Naja, wir sind jetzt mal nicht faul und fliegen tatsächlich runter. Wir haben zwar diese Power Kits, aber erstens laden die auch nicht ganz auf und in der Zeit... Na, shit. In der Zeit, wo wir die Power Kits konsumierend haben wir auch aufgeladen. So. Okay. Und jetzt würde ich sagen, ich versuche wirklich mal uns da oben hinzusetzen, möglichst gut. Und dahin zu treffen. Und wenn ich jetzt hier das einmal so, nee, das stimmt. Das ist auch nicht richtig. Jetzt müssen wir es noch so rum. So rum. So rum ist jetzt die richtige Orientierung, gehe ich mal davon aus. So, wenn ich jetzt da nach rechts fahre und nicht runterfalle von meiner Ding, dann kann ich positionieren, hoffentlich. Ja, und jetzt bin ich schon wieder draußen. Sobald ich da dahinter falle, bin ich raus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr da am besten, zum Beispiel jetzt wieder, da muss ich immer drehen und nochmal drehen und dann
Bin ich wieder da. Vielleicht habe ich falsch angefangen. Vielleicht habe ich ja falsch angefangen, dass ich die erste Reihe anders positionieren muss. Vielleicht einfach vorsichtiger hier gehen. Das ist die nächste Sache. Dann funktioniert es nämlich halbwegs gut. Aber dann muss ich wirklich genau parallel stehen hier, damit ich, wenn ich zur Seite gehe, ganz genau treffe entlang der Linie da lauf. Ne? So, jetzt gehe ich mal nach oben. Und gehe noch mal ein kleines bisschen nach oben. Und jetzt müssen wir wieder praktisch zack, zack. So. Und jetzt muss ich wieder, aber jetzt muss ich noch ein bisschen drehen, damit ich. Ja, dann, so, wenn ich an der oberen Kante entlang laufe, dann ist die Welt in Ordnung. So. Und jetzt muss ich mich nur ein bisschen drehen, dass ich genau parallel laufe, sozusagen. Ne? Ja. So. Und jetzt, wenn ich jetzt genau parallel laufe und wirklich die Kante erwische immer, an der Kante da entlang laufe, dann ist die Welt in Ordnung. Da muss ich ganz vorsichtig sein. Mich konzentrieren. Mich konzentrieren. Ups. Das habe ich da jetzt eine davor gesetzt. Ich glaube nicht. Vielleicht bin ich da einfach auch zu, ja, zittrig. Keine Ahnung. Habe ich keine ruhige Hand für sowas. Zu unruhige Hand. So. Okay. Gehen nochmal hoch und dasselbe wieder rückwärts. Jo, einmal richtig drehen. Und dann an der Kante entlang laufen, wenn es denn geht. Wir schauen mal. Jetzt haben wir die vierte Reihe, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ne? Ja, jetzt finde ich die Kante schon nicht mehr. Und jetzt bin ich wieder weg. Wahrscheinlich bin ich zu weit, ja, ich bin zu weit weggewandert. Okay. Okay, also ich habe wirklich kein Talent dafür, muss ich sagen. Ich habe kein Talent für solche filigranen Arbeiten, vermute ich jetzt mal. So, zack. Und schon bin ich wieder raus, ne? Also gerade eben hat es noch ziemlich gut funktioniert, aber im Moment wieder nimmer. Da, zack. So, zack, und schon bin ich wieder rausgefallen. Ne? Wahrscheinlich bin ich zu weit weg wieder. Ja, also ihr seht meine Probleme, die ich habe. Vielleicht gibt es einen guten Tipp dafür. Im Moment jedenfalls habe ich meine Probleme damit. Ich stehe wahrscheinlich falsch, vermute ich mal, zur Platzierung sozusagen. Ne? Ich müsste mir so hoch und dann da runter schauen und jetzt drehen. Ja. Und dann laufe ich eben nicht ganz parallel zu den dann so und runter und so und runter und so und runter. Das ist wie mit den Schiffen, ne?
wenn man irgendwie in der Luft sich dreht, dann nimmt er die Nase rauf oder runter. Ne? So ist es hier auch. Und dann wandern wir irgendwie aus der Linie raus. Und jetzt habe ich es zum Beispiel wieder ganz gut, das hätte ich nicht sagen sollen. Ne? Jetzt war ich schon wieder zu weit weg. Und dann ist die Platzierung einfach, dann platziert er nicht mehr richtig. Ne? Okay. Aber wir werden es schaffen. Wir werden es schaffen. Im Kreativmodus wäre es natürlich ideal, weil da könnte man, wie gesagt, dass man so ein ganzes Feld platziert, ne, verwenden. Um sich richtig zu positionieren. So. Okay, wir versuchen wieder mal unser Glück. Zack. So, hier runter. Ich glaube, ich habe es schon wieder verloren. Nee, ich habe es sogar noch. Zack. Zack. Ja, jetzt habe ich es wieder verloren. Ich bin wieder zu weit weggerutscht. So. Manchmal habe ich so einen Modus, wenn ich die erste richtig setze, dass er die alle folgenden richtig setzt. Schon, da gehe ich hin und dann ist er im Automatikmodus und er setzt die schon. Also ohne, dass ich die einmal positionieren muss, das meine ich. Keine Ahnung, vielleicht mache ich das, habe ich da die falsche Reihenfolge. Okay, jetzt muss ich aber mal tatsächlich kurz zählen, wie viel Reihen wir inzwischen haben. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tja, wie viel machen wir? Wie viel Reihen machen wir? Und wir haben jetzt 15. 6. Also das einzige Mühsame ist jetzt das Hinplatzieren. 6, ich würde sagen mindestens 10, vielleicht 12, dann hätten wir 12 mal 15, das wären 150 und 30 wären 180 pro Seite und auf der anderen Seite haben wir dasselbe nochmal, dann hätten wir 360 Solarzellen. Ne? Das wäre eigentlich ganz ordentlich. Wir könnten natürlich auch 15 machen, dann hätten wir 15 mal 15. Das wären 150, 225, dann hätten wir 550 am Ende. Wenn das die Rotoren da unten noch mitmachen, das weiß ich eben nicht. Ich weiß nicht, ob jemand von euch da Erfahrung hat, wie die Stabilität da ist, was die Rotoren sozusagen da aushalten können, ob die das, was die da noch mitmachen, ne? Oder auch nicht. So. Okay, wir versuchen halt wieder mal unser Glück. Und wir müssen, glaube ich, in die Richtung. Ja, wir müssen. Ich muss das eigentlich nur in eine Richtung drehen. Vielleicht muss ich einfach auch bloß mehr üben. Vielleicht bin ich einfach nur faul und übe zu wenig. Vielleicht muss man da einfach nur mehr üben. Dann kriegt man das auch besser rein sozusagen, dass man da genauer zielt. Und jetzt zum Beispiel hoffe ich, dass ich bald am letzten bin, weil jetzt, ja, ich bin am letzten. Okay, so,
Jetzt habe ich wieder vergessen, 6, wir haben jetzt die siebte Reihe. Die siebte Reihe, dann gehen wir wieder hoch und fangen wieder von vorne an. Ups, das war jetzt nicht ganz richtig. So, 9. Ich muss die einfach nur so drehen, zweimal. Das war es dann eh schon. Bisschen näher ran und nach rechts gehen. Ja. So, okay. Energy low. Ja, ich möchte gern noch wenigstens eine Reihe fertig machen, bevor ich da zurück muss. Tja, weiß nicht, ob da von euch jemand wirklich ein Meister ist in diesen Dingen und weiß, wie man da effizient die solche Module setzt. Jetzt die Solarmodule sind natürlich tatsächlich eine Ausnahme, denke ich mal, weil die halt hier an der Kante ein bisschen wenig, also Bei den Batterien ist es ja kein Problem. Ne? Da hat man eine große Fläche, da kann man reinziehen und da ist es dann kein Problem. Bei den Solarzellen ist es ein bisschen knifflig, weil man diese Kante treffen muss. Ne? Und irgendwie bin ich heute motorisch auch nicht so gut drauf, weil ich sehe schon beim Fliegen, wie oft ich da anecke. Ne? Also da sieht man schon irgendwie, dass ich im Moment nicht so gut bin. Motorisch. So, wir zählen noch mal kurz beim Hochfliegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt 2, ja, wir versuchen mal 15 rein. Wir versuchen es einfach mal. Wir versuchen mal 15 rein. Würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob dir, was ihr dazu meint. Also wenn ihr denkt, ist Quatsch, dann auch sagen. Jetzt gehen wir mal hier an den Anfang. Zubdidu, Schubidu. Ja, da sind wir. Das heißt, da brauchen wir noch 8, 7 rein. Also fast nochmal so viel, wie wir jetzt haben. Ne? Okay, 7 rein. Okay, 6 rein. 6 rein, wir gehen mal ein bisschen hoch. Ein bisschen zu weit weg, aber ich glaube, jetzt können wir es nicht positionieren mehr, richtig? Doch, geht noch.
Gehen noch ein bisschen näher ran. Zack. Okay, noch 5 Reihen. Noch 5 Reihen. Gehen nochmal ein bisschen hoch. Ein bisschen ran. Ein bisschen zurück. Das war zu viel. So, 9. Chup, chup. Das war die falsche Taste. Wieder rausgefallen. Und zu weit weg. Okay. Und hoch und gehen ein bisschen ran. So, zack, zack, bums. Manchmal bin ich gut positioniert, dann läuft sehr gut. Dann laufe ich nicht aus der Richtung. Und dann passt es auch ziemlich genau. Okay. Manchmal, aber das ist nur manchmal der Fall. Gehen wir mal hoch. So, chup, chup. So, jetzt in die Richtung. Neu positionieren. Schwupp. Jetzt bin ich wieder rausgelaufen, weil zu weit weg war. Wahrscheinlich nervig zuzuschauen, aber ihr könnt ja einfach vorspulen, wenn's. Ich denke, das tut ihr eh an den entsprechenden Stellen. Sorry, wenn ich da so hartnäckig bin und nicht hier so von meiner Seite. Ich weiß nicht. Also schreibt mir ruhig auch in die Kommentare, was ihr davon haltet, ne? Wenn ich da so sage, ich mache alles so im Echtzeitmodus. Also ich spule nicht vor oder zurück oder mach nicht schnell oder solche Dinge. Also ganz selten. Ich habe 2-3 Mal, habe ich, glaube ich, irgendwo, als wir irgendwie unten auf der Erde diesen habe ich, glaube ich, einmal Eis oder so oder Magnesium geholt und habe das einmal offscreen gemacht. Weil ich gesagt habe, okay, das ist im Prinzip wirklich nichts Neues mehr und das macht dann keinen Spaß, da die ganze Zeit, also
Ja, aber ich denke, ich habe wirklich so diese Philosophie zu sagen, ja, es ist eben so, wenn man spielt, dann ist es so, ne? Das ist einfach Teil des Spiels. Und entweder es gefällt einem, dass man das so, dass ich finde, es ist einfach auch, ja, es zeigt, hoppla, da habe ich jetzt irgendwo einen Fehler. Jetzt müssen wir schauen. Mit dem ganzen Gequatsch habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Jetzt müssen wir mal kurz schauen, wo. Wo habe ich die Lücke? Hier habe ich die Lücke. Ja, da ist die Lücke. Okay, da müssen wir die nochmal kurz wegnehmen. Und nochmal neu. Da, ab da, genau. Es ist halt so, das Spiel ist so. Also, man kann das bedauern oder, wie soll ich sagen, aber. Ja, es dauert halt, bestimmte Dinge dauern halt, brauchen die Zeit. Entweder man will das oder man will das nicht. Und wenn man es nicht will, es mag Leute geben, die können das besser, die können das sicher besser als ich. Ja? Die fahren da einmal entlang, so ruppi, ruppi, ruppi. Und dann steht da das Ding irgendwie, dann sind die Gitter da drauf. Ne? Und ich kann das halt nicht. Na gut, ist halt so. Dafür kann ich vielleicht, weiß ich nicht, andere Sachen besser. Keine Ahnung. Das ist wie immer im Leben. Man hat halt so seine besonderen Talente und die einen können das gut, die anderen können das gut. Ne? So ist es halt. Man muss mit seinen Stärken und Schwächen leben. Ne? Man kann nicht immer nur seine Schokoladenseite irgendwie haben. So, eine meiner Schwächen ist, dass ich ein Gedächtnis habe wie ein Sieb, und mir im Prinzip selten was merken kann. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Also wir haben noch eine Ebene, wenn wir das mit dem 15 tatsächlich wahr machen. Und ich fange mal hier an. Also wir probieren das jetzt einfach mal. Ich bin schon gespannt, ob das Ding dann irgendwann mal zusammenkracht. Ich glaube nicht, aber wer weiß. So, zack. Wir fangen hier an und dann laufen wir in die Richtung. Und nochmal Konzentration, letzte Reihe, äußerste Konzentration. Wie früher im Zirkus. Ich weiß nicht, wer von euch noch Zirkus kennt. Live-Zirkus, also nicht im Fernsehen oder irgendwie so, sondern so diese Zirkus, die früher so waren. Dann gab es immer einen Trommelwirbel. Dann kam irgendwie das schwierige Kunststück. Die waren auch schwierig. Also ich meine das durchaus ernst. Also die hatten meine Hochachtung, was die da so oft die Artisten so gemacht haben, ne? So am Trapez und so weiter und rumgeschwungen und geflogen und Saltos und solche Sachen. Das waren natürlich schon tolle Sachen, aber dann war immer so Trommelwirbel und dann wusste man, okay, da kommt jetzt was Spannendes. So, nächste Reihe. Und jetzt schauen wir mal. Wie muss ich die jetzt hier ansetzen? Wenn ich die jetzt flach ansetze, ich habe so das Gefühl, wenn ich ihm einmal sozusagen den Willen lasse, wie er das ansetzen will, aber ich weiß nicht so richtig, ja. Ich kann es jetzt hier so ansetzen. Aber das ist nicht das, wie es er haben will. Das heißt, er dreht mir das dann jedes Mal wieder auf die Dinge hin, die er haben will. Und
Gut, die erste Reihe ist immer die mühsamste. Energy low, das heißt, wir müssen auch mal wieder runter. So, jetzt muss ich mitzählen. Konzentration, Trommelwirbel. 1, 2, 3, 4. Wir haben 4, wir wollen 15. Wir wollen 15. Zack. Also hier gewöhne ich mich schon dran, dass ich es halt immer jeden Einzelnen positionieren muss. Ne? Das ist so die erste Reihe und dann kann man etwas schneller sein. Jetzt ist zum Beispiel die Drehrichtung auch anders. Wahrscheinlich, weil ich anders stehe. Ich stehe dann wahrscheinlich anders. Und wenn ich ein bisschen einen anderen Blickwinkel drauf habe, dann, dann dreht das auch anders. Ich habe da irgendwas Grundlegendes noch nicht wirklich verstanden. Das muss ich mir nochmal überlegen oder nachlesen. Ich weiß es nicht. Die Logik, wie diese Orientierung hier funktioniert. So, wir sind bei Energie 15, das heißt, zack. So, okay, wir zählen mal. Wir zählen mal kurz. So, wir haben 1, 2, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wir brauchen also noch 2. Wir brauchen noch 2. Eins. Ja, und jetzt müssen wir wirklich heim. 2. So, dann haben wir jetzt die 15. Das passt. Und dann holen wir uns auch gleich nochmal Stahlplatten. Weil ich glaube, mal schauen, keine Ahnung, die könnten auch zur Neige gehen. Die könnten auch zur Neige gehen. So. Ja, unser Sauerstoff geht auch immer runter. Den füllen wir hier auch auf. Das ist immer... Also die Krankenstation ist eine tolle Sache. Weil die ist einfach so schön schnell. Naja, 880. Das ist noch... Das wäre noch okay. Ja, das ist schon ein riesen Oschi, ne? Das ist das größte, Solarfeld, das wir bisher gebaut haben. Ich bin wirklich schon gespannt. So. Zack. Genau so. Zu schnell. Zu schnell. Wenn das jemand mit Controller spielt, wie ist da die Bedienung? Also mit so einem Xbox-Controller oder so, das gibt es ja auch, das Teil gibt es ja auch für Xbox, ne? Das Spiel. Da stellen wir die Bedienung aber auch mit Controller schwieriger vor, weil da hat man, ja, weiß ich nicht, nicht ganz die Anzahl der Knöpfe, die man hier hat, denke ich mal, oder? Insofern wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein, sich das alles zu merken. Wo muss ich wann klicken und so weiter. Aber wahrscheinlich auch nur eine Sache, dass man das eben lernt. So, okay. Daneben. Aber es geht schon ganz gut. Also wenn man mal ein paar Reihen gemacht hat, jetzt habe ich es wieder
wenn ich wieder quatsche, dann bin ich wieder unkonzentriert. Wenn man mal ein paar Reihen gemacht hat, dann hat man ein besseres Gefühl für die Bewegungen und so weiter. Dann geht es auch besser. Das ist schon richtig. So, zack, hier rum. Und es ist alles nur Übungssache. Oder immer ein bisschen Übungssache. Ups, das war nicht gut. Das war nicht gut. Zack, bisschen näher ran. So, da war ich wieder ein bisschen zu schnell. Wenn es gut läuft, dann werde ich immer übermütig und dann wird es zu schnell. Dann geht's nicht. Ich müsste einfach so mein Tempo halten, das ordentlich und konzentriert machen. So, okay. Und noch meine Schicht. 15 mal 15. Dann haben wir wieder Energie ziemlich im Überfluss. Also, oder nicht im Überfluss, aber dann glaube ich, werden unsere Batteriepacks schnell aufgeladen. Ich meine, wenn wir jetzt einfach mit sowas wie dem Mega-Frachter oder diesem neuen Frachter mit diesen vielen Jump-Drives, wenn wir da öfter unterwegs sind, und eine entsprechende Menge an Batterien an Bord haben, plus die Jump Drives, dann ziehen wir einfach sehr viel Energie weg. Und dann, das braucht einfach eine bestimmte Kapazität. Und wir haben es das letzte Mal gesehen, als wir nach der letzten Folge zurückgekommen sind, dann ist es eben so, dass die, wenn wir die Batterien in der Station dann total leer saugen und die Batterien im Schiff und die Jump Drives noch nicht voll geladen sind, dann wird es mühsam, weil dann müssen die Solarzellen im Prinzip sowohl die Batterien laden als auch die Schiffsbatterien plus die Jump Drives plus und so weiter. Und das ist dann ziemlich aufwendig und braucht einfach viel Zeit. Und in der Zwischenzeit haben wir einfach dann keine Energie. Deswegen ist es gut, wenn wir immer in der Batterie so einen gewissen Überschuss einfach haben und nicht so von der Hand in den Mund leben müssen. Dann erstens sind dann die Batterien und die Jump Drives innerhalb kürzester Zeit wieder geladen. Und wir könnten auch dann sofort wieder aufbrechen, was ja auch so vielleicht mal eine Sache ist, dass man sagt, okay, es kommt darauf an, dass man schnell ist, dass man vielleicht schnell wieder wegkommt, wie auch immer. Und dann ist es einfach gut, wenn genügend Kapazität einfach da ist, ne? Finde ich, ist jetzt meine persönliche Meinung, aber kann falsch sein, aber ja, ich meine, ich weiß nicht, was ihr sagt, ich meine, das habe ich letztens ja schon in der letzten Folge schon die Frage gestellt, denke ich, wie so die Philosophie bei euch ist, ob ihr dann hauptsächlich über Reaktoren arbeitet, oder wie eure Energieversorgung dann tatsächlich funktioniert. Ne? Ob ihr eben das über Uranreaktoren macht, über so Small Reactors oder über die großen Teile, wie auch immer. Oder ob ihr auch Solar, vielleicht bin ich hier mit der Solar total der Außenseiter, kann sein. Ich war halt irgendwie so auf dem Trip zu sagen, Uran muss ich irgendwie mühsam fördern
Und finden, muss ich erstmal finden und dann muss ich es fördern. Und wenn ich es einkaufe, muss ich halt andere Sachen fördern und Geld verdienen, damit ich mir das Uran leisten kann. Und hier, das kriege ich mehr oder weniger kostenlos. Also die Solarenergie kostet mich in Anführungszeichen ja nichts. Bis auf einmal den Aufwand, diese Zellen dazu bauen. Ne? Aber das ist für meine Begriffe halt einmal Aufwand und dann ist es erledigt und dann läuft es von alleine und ich muss mir um nichts mehr kümmern. Es ist ja nicht so, dass die Dinger wie in der realen Welt tatsächlich gewartet werden müssen, eine gewisse Lebensdauer haben, irgendwann nach 20 Jahren der Wirkungsgrad dann schlecht wird oder irgendwie sowas, ne? Wo man nur ganz andere Probleme hat, sondern hier baut man das Ding einmal und das war's dann. Also insofern ist es ja recht easy, ne? Und dann hat man die Kapazität und wir bauen die Solarfelder ja im Prinzip nur deswegen aus, weil unsere Kapazität beständig wächst. Das ist ja die Kiste, ne? So, wenn ich mal davon ausgehe, wir sind hier, dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5 müssen wir noch. Da müssten wir also schon 10 haben. 2, 4, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Doch, stimmt schon. Jetzt dachte ich schon, ich habe mich da drüben verzählt, aber das passt schon. Ja, also wir brauchen noch 5, 9, wir brauchen noch 6. 6 rein. Okay. Das kriegen wir hin. Ja, also deswegen ist so ein bisschen meine Philosophie zu sagen, ja, ich mache das halt über Solarzellen. Aber vielleicht, oder ist es so, dass, haben wir da eine daneben gesetzt? Nee. Vielleicht ist es auch so, dass eine andere Strategie wesentlich effizienter ist. Kann ja sein. Kann ja sein. Vielleicht ist meine Überlegung, dass man, ich setze da immer eine zu weit, wenn ich zu schnell werde, ne? Dass meine Überlegung mit der Produktion und dass man das suchen muss und Geld verdienen und so weiter, vielleicht ist das ja nicht ganz so das Problem eigentlich, oder vielleicht überschätze ich das Problem auch. Vielleicht ist das gar nicht so schlimm. So, zack, hier. So, jetzt brauchen wir noch 5, denke ich. Genau. Und wenn wir fertig sind, dann habe ich den Bogen wieder so halbwegs raus. Ja, schon wieder zu früh gefreut. Den Bogen wieder raus. Und dann vergehen wieder 5 Folgen oder 10, bis wir wieder in die Verlegenheit kommen, irgendwo Solarzellen zu bauen. Wir wollten ja noch auf dem Satelliten am Mars, wollten wir ja das auch noch machen, ne? Das wäre da schon auch nochmal sinnvoll, dass wir zwischendrin einfach tanken können, ne? Wenn wir dort sind. So, dann haben wir noch 4, wenn ich jetzt richtig zähle, Konzentration hier. Und 3. Oh ja, Energy Low. Das ist immer, wenn wir zu lang brauchen, dann haben wir auch das Problem, dass natürlich die Energie dann aus ist. Aber die eine Reihe schaffen wir noch.
zu weit weg. Beim Zurückfahren komme ich immer zu weit weg vom Grid hier. So, okay, ja, ich will es jetzt nicht auf die Spitze treiben, 18, obwohl 18, vielleicht schaffen wir die zwei Reihen noch, dann wären wir an sich fertig. Schauen wir mal. Wenn es jetzt auf Zeit geht, dann bin ich wahrscheinlich wieder zu nervös und zu unkonzentriert, dann schaffe ich das wieder nicht wahrscheinlich in der Zeit. Ja. Ja, genau. Dann schaffe ich das wieder nicht in der Zeit. Und zack. So, jetzt haben wir noch eine Reihe, wenn ich richtig gezählt habe. Eine Reihe. Ja, und jetzt geht's schnell, denke ich. Jetzt müssen wir uns entweder sputen oder abbrechen. Ja. Ja, wenn es schnell gehen soll, dann bin ich eben unkonzentriert. Was eigentlich Quatsch ist. So, 0 und wir holen uns jetzt die Energie. Wir sind schon ziemlich weit oben. 5. Ja. Ja, wir haben es noch gut geschafft. Kein Problem. So, okay. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz hoch und in aller Ruhe zählen, ob das jetzt richtig ist, aber ich würde mal sagen, ja, wenn es rechts 15 sind, dann sind es links auch 15, weil wir haben ein bisschen höher angesetzt und wir zählen nochmal und ich denke auch die Breite ist dieselbe, richtig? Wir schalten mal das aus. Es sieht fast aus, als wäre dieser Asteroid vor dem Feld, ne? Aber er ist tatsächlich dahinter. Okay, also, das sieht schon gut aus. Und jetzt haben wir 15 mal 15. Also es ist das größte Feld, das wir bisher gebaut haben. Da drüben haben wir 2, 4, 6, 8, 10, 15 mal 13 oder 14. Und wir haben nur 2, 4, 6, 8, 10 hoch. Also das ist mit Abstand das größte Feld, das wir bisher gebaut haben, ne? Und ja, aber unser Ding hier ist jetzt eigentlich ein bisschen, hat mehr Kapazität seit der letzten, seit wir bei der letzten Ding waren. Und jetzt schauen wir mal kurz, dass wir uns hier nochmal die Sache für Solarpanel holen. Sparks of the Future. LCD Panels heißt es hier. LCD. Türen öffnen und schließen. Nee. Hm.
Solar. Aber unter Solar findet er wieder nichts. Buh, Wiki, Blöcke. Schauen wir unter Blöcke. Komponenten, Blöcke, Name, Antenne. Okay, da müssten wir es jetzt eigentlich haben, Solar. Scheinwerfer. Ich finde die Übersetzungen manchmal, finde die ein bisschen unglücklich, weil man dann nie weiß, wie die deutsche Übersetzung von dem Teil heißt. Aber eigentlich heißen die bei uns auch Solarpanel. Warum finde ich die dann hier nicht, ne? Ich habe hier alles drinnen, aber die Solarpanels habe ich nicht. Finde jetzt hier nicht auf der Webseite. Ja gut, komm. Wir gehen mal ins andere Wiki. Wir hier suchen. Solarpanel, da haben wir es doch. Solarpanel. So, Requirements. Rezept. So, Bulletproof Glass. Okay. Wir haben vier. Genau, vier. Gut, also, dann kann man es hier wieder ausrechnen. Wir gehen ins Inventar und wir sagen hier und dann sagen wir hier Fracht, damit wir nur noch die Frachtcontainer sehen. Und wir packen uns hier mal, wo sind die anderen jetzt? Ich bin schon hier. Wieso sehe ich den Rest nicht? Sind wir abgedockt? Bereit zum Verbinden? Wir sind nicht verbunden. Was ist da los? Verriegelt. Okay. Wir haben das letzte Mal nicht verriegelt. Oh, okay. Nicht aufgepasst. Okay. Fracht. Genau, weil jetzt haben wir hier nämlich die großen. So, wir brauchen. Also, wir brauchen das Glas. Wir brauchen vier. Und jetzt müssen wir nochmal rechnen. Wir brauchen den Taschenrechner, weil das Kopfrechnen. Ich glaube, ich verhaue mich dann manchmal und dann fliegen wir wieder eine extra Runde deswegen. Also, wir haben jetzt 30 mal 15. 30 mal 15, wir haben 450. 30 mal 15. Na, bei 30 sind wir insgesamt breit, 450. Ja. 450 Panels haben wir. So, und da brauchen wir jetzt 4 1800 Glas brauchen wir. 1800 Glas. Jetzt ist die Frage, haben wir dann irgendwo einen frei, wo wir das reinpacken können? Ja, 1800. Wir nehmen ja 1800. Wir nehmen mal genau so viel mit, wie wir brauchen. So, und dann den hier zurück. Weil die brauchen wir jetzt hier nicht mehr für die Solarzellen. Okay, hier rein. So, dann braucht man Solarzellen. 32 mal 450. 450 mal 32. 14.400. Okay, ja, wir müssen noch welche produzieren. 14.400. Okay, 14.400. Wir haben nur noch 13.000 hier. Und ich denke, das wird eh ein bisschen schwierig, das hier tatsächlich alles mitzunehmen. Wir schauen mal, was in eine reingeht. Ja, 2.800, 3.000. Das heißt, wir brauchen schon fünf Slots, um überhaupt die Solarzellen da reinzukriegen. Also die Solarzellen
da müssen wir nochmal, da müssen wir auch zweimal fliegen. Das schaffen wir nicht auf einmal. Aber wir packen erstmal den Rest ein. Vier Computer. Das heißt, vier Computer, das heißt wieder 1800 Computer. Okay, packst da rein. 1800 Computer. 1800 Computer und das packen wir wieder in einen der Dinger rein. Hier, das heißt, wir brauchen noch 800 Computer hier. 800. Dann haben wir ein paar in Reserve. Die werden jetzt nicht so das Problem sein. Konstruktionsdinger brauchen wir 10. 14. 14 mal 450 mal 14. 6300. Das heißt, wir brauchen noch 5000. Ups, wir nehmen die Batterien gleich mit, die überzähligen hier. Haben wir noch irgendwo überzählige? Nee. Doch. 6300 brauchen wir da. 6300. Herstellungskomponenten, genau. Zack. 6300 und wir schauen mal, was wir noch haben. Wir haben 1300, haben wir noch hier. Also wir brauchen noch 5000. Schwupp. Stahlplatten brauchen wir 4. Das heißt 1800. Das heißt, da können wir hier 900 wegnehmen. 900 weg. Damit das, weil die brauchen schon auch Platz. 900 zurück. Okay. So, und dann packen wir einfach an Solarzellen rein, was möglich ist. Das war es nämlich jetzt. Konstruktion. Nein, Träger brauchen wir noch. Träger. Okay, aber das packen wir hier rein und dann machen wir wieder volle Kanne. Träger haben wir hier noch nicht drinnen. Träger brauchen wir 12. Also 450 mal 12, 5400, ja, 5500 mal 9, mal und 900, also 5400 Träger brauchen wir auch noch, die packen wir uns dann noch ein. Wo haben wir die Träger? Fünftausendvierhundert. So, da haben wir hier noch ein kleines bisschen was drinnen und wir haben noch zwei Slots hier frei. Das heißt, das packen wir jetzt alles mit Solarzellen voll. 5000, dann kriegen wir also 10.000 kriegen wir rein. Es wird nicht ganz reichen. Es wird nicht ganz reichen. Weil hier haben wir 2800, 3600. Wir haben einen Taschenrechner. 2812 mal 4. 11.248. Und wie viel brauchen wir? 14.400. So, es fehlen uns also noch minus 14.400. 3.152 und die kriegen wir hier nicht mehr rein. Also da werden uns 2.000 fehlen. Also ein Frachtcontainer fehlt uns noch. Da müssten wir jetzt noch einen Frachtcontainer dazu packen. Dann würden wir es ungefähr reinkriegen, denke ich mal. Weil wenn wir jetzt mal schauen, wie viel hier nur reingehen. Ja, 300, 2.800, ja. Ein sechster Frachtcontainer. Ups, da haben wir noch, da haben wir auch noch frei. Scheibenkleister, dann machen wir das doch so und so, weil dann haben wir da mehr Überblick. Ach, das geht da nicht mehr rein. Okay. Ja, dann lassen wir es so. Dann füllen wir das halt auch mit Solarzellen auf. Aber da geht wahrscheinlich auch nicht mehr so viel rein. Ne? Also es wird trotzdem nicht ganz reichen. Wir müssen also nochmal, einmal müssen wir nachladen, gehe ich mal davon aus.
Einmal müssen wir nachladen. Aber sei es drum. So, wenn wir das hier, schauen wir mal, wie viel hier noch reingehen. 1600, okay. Ja, das reicht eben nicht ganz. Dann fehlen uns am Ende irgendwie 12 oder 1500. 1200 oder 1500 werden uns fehlen. Für das ganze Feld. So, und da haben wir noch den letzten hier. Zack. Okay, dann sind wir voll. Hier ist und hier, hier und hier, hier. Okay, passt. Dann fliegen wir da mal hin, würde ich sagen. Triebwerke an. Schweißer können wir auch anmachen. Batterien auf Aufladen. Wir checken mal schnell. Aber die müssten Batterien, die müssten geladen sein. Wo haben wir sie? Da haben wir sie, Schweißer. Ja, die sind geladen. So, Schweißer an, Batterien auf Auto. Wir in Trigonometer 4 und wir wollen nach vorne weg. Ja, das schafft er ganz gut. Okay, und wir gehen raus. Damit wir da ein bisschen mehr Überblick haben, wo wir hinfliegen. Und los geht's. Ich meine, der muss ja nicht schnell sein. Wir wollen ja nur... Wir müssen hoffentlich nur zweimal fliegen. Also insofern ist nicht das Problem. Und das andere ist, wir... ups. Da wären wir jetzt schon reingekracht. Wir sind einfach immer schwerer, als man denkt. Das ist so. So, wir stellen uns mal waagerecht zu den Solarpanels. Waagerecht zu den Solarpanels und dann gehen wir ein bisschen hoch. Ich stelle mich jetzt mal auf die andere Seite, weil sonst haben wir die Sonne wieder im Gesicht. So, und jetzt gehen wir mal rüber. Und die Frage ist, wie viel rein können wir... Die stehen jetzt ein bisschen weiter auseinander, ne? Die stehen jetzt ein bisschen weiter auseinander. Die Schweißer. Das heißt, es ist nicht mehr ganz die Konfiguration, die wir hatten, als wir das letzte Mal geschweißt haben. Schauen wir mal kurz. Stehen wir waagerecht? Nicht ganz. Das ist jetzt wichtig, wenn wir dann nach oben gehen wollen. Und ich würde mal einen Tick nach rechts gehen. Dann müssten wir drei müssten wir kriegen. Drei. Ich weiß nicht, ob er die mittlere noch mitkriegt. Das wäre günstig. Ja, die kriegt er noch mit. Okay, das ist super. Das ist super. So, jetzt nochmal checken, ob wir sind nicht waagerecht. Gehen noch einen Tick weg. So, und jetzt gehen wir hoch. Warum ist die da drüben nicht ganz fertig? Die ist fertig, aber die... Ist die fertig? Warum ist die gelb? Ach, weil die hinterm Masten ist vielleicht. Wir schauen mal, wie es mit dem Rest ist. Wir gehen noch mal ein bisschen rüber, weil er schweißt sie offensichtlich fertig. Also das ist wohl nicht das Problem. Nee, das sind zwei grüne und die andere unten ist gelb. Was hat die für ein Problem? Das müssen wir uns jetzt schnell mal anschauen. Nee, jetzt ist sie auch grün. Jetzt ist sie auch grün. Okay. Keine Ahnung, warum die länger gebraucht hat. Okay. So. Das
wie bei den Batterien. Na gut, hier kommen wir besser dran. Also da wäre es jetzt nicht das Problem, wenn wir, wenn eine nicht 100% fertig ist. Aber es ist trotzdem unschön, wenn wir jetzt eine verpennen würden, eine vergessen würden. Ne? Wir müssen uns noch besser senkrecht stellen. Okay, ja, jetzt werden die alle grün, das ist super. Ich stehe nicht ganz. Ja, ich bin ein bisschen aus dem Lot. Deswegen fährt er da immer aus der Senkrechten. So. Aber wenn wir das einmal eingestellt haben, dann sollten wir. Naja, wenn ich es einmal eingestellt habe, ich war zu nahe. Zu nahe. Okay, also noch ein bisschen zurück. Wir stellen uns waagerecht. So. Jetzt bin ich zu weit weg. Aber es passt schon. Es geht herrlich schnell. Also es geht wirklich herrlich schnell. Und wenn wir jetzt richtig gerechnet haben, wir werden sehen, dann können wir jetzt tatsächlich einen Großteil tatsächlich schweißen. Einen Großteil tatsächlich schweißen. Jo. Und das, also, das ist schon eine feine Sache. Keine Frage. So, wir sind noch nicht ganz oben. Ich dachte schon, Komponenten sind aus. Aber dem ist nicht so. So, zack. Er ist nur ein bisschen ungleichmäßig gedreht. So, jetzt sind wir oben. Dann gehen wir doch mal nach rechts. Und jetzt das Ganze rückwärts. Ja, und die wir jetzt da schweißen, alle die wir jetzt da schon fertig geschweißt haben, die liefern jetzt schon Energie in unsere Batterien. Das ist ja schön. Also, egal ob wir jetzt gleich fertig werden oder nicht, ein großer Teil von denen liefert jetzt schon Energie. Zu weit weg. War ich jetzt zu vorsichtig? Okay. Jetzt müssen wir mal kurz noch mal schauen mit der waagerechten. Ja, wir stehen nicht ganz waagerecht, deswegen
driftet da immer ein bisschen weg. Okay. Ja, die Frage ist jetzt, ups, da waren wir jetzt wieder zu nahe dran. Okay. Das Blöde ist, dass wir uns jetzt wieder neu einjustieren müssen. Falscher Knopf, falscher Knopf. Okay, dann haben wir noch hier 15. Wir machen immer 3. Das heißt, es müsste eigentlich genau sich aufgehen. Ja, die letzte Reihe mit den 3. Dann beim anderen. Genau. So, zack. Wir bleiben jetzt da mal, damit wir sehen, wie er sich so benimmt. Und ich muss den ein bisschen anders justieren. So. Irgendwas stimmt jetzt hier wieder nicht. Warum macht er die anderen nicht mit? Wir sind ein bisschen zu weit weg noch von den Spaß.
Ah ja, wir sind wieder nicht waagerecht. Hier. Jede Perspektive hat so ihre Vor- und Nachteile. Man sieht einfach, das eine Mal sieht man so ein bisschen besser und das andere Mal sieht man so ein bisschen besser. Das ist ein bisschen kitzlig, aber es ist egal, es geht trotzdem relativ schnell mit dem Teil und es macht Spaß zu sehen, wie das Ding hier wächst und dass man das in relativ kurzer Zeit so ein riesiges Feld hinstellen können. Ne? Immerhin haben wir jetzt schon fast die Hälfte. Jetzt die eine Reihe nur hoch und dann haben wir hier schon die Hälfte vom Feld klar. Ne? Das wäre zu Fuß undenkbar. Das in der Zeit zu schaffen, ne? Das Material holen. Wir wären schon 25 Mal zum Energieaufladen wieder runtergeflogen und, und. Das ist hier alles, wir sitzen da drinnen, wir werden aus den Batterien versorgt mit Energie. Sauerstoff haben wir in den Flaschen, also das ist alles kein Problem. Material haben wir dabei. Also das ist eine tolle Sache, ne? Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass das Teil also hält. Und wir werden es sehen. Ich glaube, die erste Belastungsprobe kommt dann, wenn wir die Rotoren aktivieren und wenn die anfangen, das Teil zu drehen. Weil dann wirken das erste Mal Kräfte. Ne? Und wir müssen, weil jetzt haben wir haben ja hier keine Schwerkraft, also es wirkt keine Gewichtskraft, gar nichts. Also insofern ist ja die Belastung jetzt, egal wie groß, das ist nicht wirklich da. Ne? Also da ist ja noch keine Belastung in dem Sinne. So, jetzt schauen wir mal. Wir müssen rüberfliegen auf die andere Seite. Aha. Und da müssen wir jetzt ein bisschen weiter ran. Und hoch nochmal erst. Du bist halt zurück. Wir sind zu weit rechts, links. Und ich schaue noch mal, aber die Entfernung müsste stimmen. Ja, und irgendwann jetzt hier bei der Hälfte wird uns wahrscheinlich werden uns die Solarzellen ausgehen, die Zellen. Ne? Die können wir jetzt hier nicht mehr. Das können wir nicht vollständig hier. Da müssen wir einmal müssen wir runter und müssen nachladen. Also das ist so. Da müssen wir uns. Das wird so. Aber immerhin, es für so ein Riesenfeld ist es jetzt schon schnell verschweißt. Also das Aufbauen hier hat wahrscheinlich länger gedauert als jetzt das Verschweißen mit dem ganzen Material. Ne? Oder gleich, ungefähr gleich lang. Ja, noch dürften uns die Komponenten nicht zu Ende gehen. Und dasselbe Spiel einmal wenigstens hätten wir wahrscheinlich am Asteroiden beim Mars. Je nachdem. Also ich würde jetzt erstmal diesen Long Distance Frachter bauen. Das wäre jetzt das nächste Projekt, das sozusagen ansteht. Diesen Long Distance Frachter bauen. Und zu schauen, wie es mit dem geht. Wobei wir auch da so sagen müssen, die Energie ist ja, wird ja gebraucht. Ne? Das heißt, für die Jump Drives, wenn wir springen. Also wir brauchen dann die größere Energiemengen.
einfach zum Springen. Und dann ist es sicher gut, wenn wir ein paar Stützpunkte irgendwo haben, alle paar tausend Kilometer irgendwo Stützpunkte, die wir anfliegen können. Wenn wir merken, ups, die Energie wird jetzt knapp, dann fliegen wir die einfach an, fliegen den nächsten an und haben dort ein Battery Pack, das wieder voll geladen ist, und können da schnell aufladen. Ne? Also das denke ich, macht schon Sinn, dass wir uns so ein Netz, kleines Netz, müssen sie nicht übertreiben, aber so an den wichtigsten Punkten, an dem Planeten, vielleicht Mars, wir werden dann noch andere, also der weiß nicht, was an den anderen Mond, Planeten oder Monden möglicherweise noch interessant ist. Der Mars scheint jetzt wirklich einfach interessant zu sein, weil die Ressourcen dort einfach fantastisch sind. Ne? Also habe ich jedenfalls den Eindruck, dass es dort jede Menge Erze gibt und dass die relativ leicht zugänglich sind. Wir müssen uns halt eine andere Schürfmethode als jetzt. Wir können nicht mit so einem Megaminer da hinfahren und das da irgendwie rausbuddeln. Das wird im Gravitationsfeld einfach nicht mehr funktionieren, weil die Dinger einfach zu schwer und zu unhandlich sind. Da braucht man irgendwie eine kleinere Lösung, die halt dann funktioniert, nur auf der Oberfläche mit Gravitation und so weiter, die also dann nicht irgendwie gleich in Verlegenheit kommt. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir ja relativ nahe an diesem Handelsposten unser Ding aufmachen können. Erst wenigstens mal für den Anfang, bis wir dort alles abgegrast haben. Aber ich habe so den Eindruck, da gibt es jede Menge Material und Erze. Also das wird so schnell nicht zu Ende gehen. Und wenn wir das dann alles mal in der Nähe abgeerntet haben, gut, dann müssen wir uns vielleicht eine andere Strategie überlegen, ne? Dass wir es irgendwie anders machen. Mal schnell schauen, ob die wirklich fertig sind. Ja, schaut so aus. Die sind auch fertig. Irgendwann wird jetzt das Material ausgehen. Wenn nicht in dieser Reihe, dann spätestens in der nächsten, gehe ich mal davon aus. Weil es fehlen uns doch so 1500 durch 30 sind. Ja, 50 Panels können wir nicht mehr, die letzten 50 werden wir wahrscheinlich nicht mehr schweißen können. Okay, aber momentan sieht es noch gut aus. Dreimal 15 sind 45, ja, also irgendwo jetzt am Ende wahrscheinlich dieser Reihe wird es dann langsam zu Ende gehen mit dem Material. Aber es geht eh schon viel rein. Also dadurch, dass wir diese vier Frachtcontainer noch mit rangepackt haben, das bringt schon nochmal ganz viel. Und da muss man natürlich die Triebwerke nochmal nachladen, aber auch die Triebwerke sind jetzt nicht so, also er reagiert nicht so träge. Also ich denke, wir könnten sogar noch einen Frachtcontainer wahrscheinlich draufpacken zur Not. Dann wird das immer noch ganz gut funktionieren. Ne? Ja, müssen wir mal schauen. So, aber jetzt ist hier, glaube ich, Schluss. Ja, jetzt ist Schluss. Das heißt, uns fehlen jetzt, wenn wir ins Inventar schauen, dann fehlen uns jetzt hier Solarzellen, jo, und Stahlplatten.
Solarzellen und nee, da haben wir noch Stahlplatten. Da haben wir sogar noch Stahlplatten 631. Das müsste also noch reichen. Computer auch, denke ich. Der Rest wird reichen. Aber die Stahlplatten werden es nimmer. Die Solarzellen. Die brauchen wir. Okay, so, das heißt, wir fliegen mal runter und holen uns Nachschub. Es ist ein weiterer Weg jetzt, aber wir müssen Gott sei Dank nur einmal fliegen. Also insofern ist es zu verschmerzen. So, hier andocken. Also das Andocken ist immer das braucht immer am längsten, denke ich. So, nochmal ein bisschen runter, würde ich vermuten. Obwohl, das kann schon ganz stark täuschen. Ein bisschen weggehen, ein bisschen zurück. Drehen uns noch. Ja. Wir müssen tatsächlich ein bisschen rauf wahrscheinlich wieder. So, jetzt mal hier. Ja, es passt sogar halbwegs gut. Ja, und wir haben es sogar geschafft. Bereit zum Verbinden. Und Triebwerke aus. Schweißer aus, Batterien aufladen. Wir gehen mal rein und holen uns nochmal Solarzellen. Fracht. Und ich würde sagen, ja, eigentlich 2000 würden jetzt reichen. 2800 reichen. Aber wir nehmen sicherheitshalber ein paar mehr mit, würde ich sagen. Nicht, dass wir jetzt nochmal fliegen müssen. Wir nehmen uns einfach noch zwei Ladungen mit, das ist ja nicht so das Problem. Zwei Ladungen. Ups, habe ich jetzt hier aus dem Falschen genommen. Ja, ich habe es aus dem Frachter oben genommen. Hier. Oder? Ja, ich kann es hier reinpacken. Okay. 1800. So, der Rest müsste klappen. Und wenn, holen wir uns das. Wir können höchstens noch ein bisschen Panzerglas. Ja. Ups. Dann nehmen wir einfach nochmal 500 mit. So. Stahlplatten haben wir nur 631. Das müsste eigentlich reichen. Ja, komm. Falls wir was brauchen, fliegen wir schnell mit dem Jetpack runter und holen es uns. So, Triebwerke an, Schweißer an, Batterien auf Auto. 4 und nach vorne abdocken. Und wir gehen raus. Und fliegen wieder hoch. Ups, nicht drauf zufliegen und nicht so schnell. Das wäre jetzt blöd, wenn wir jetzt das Ding wieder schrotten würden. Ne? Das wäre ein bisschen blöd. So, okay, ein bisschen hoch. Die letzte Reihe werden wir jetzt noch schaffen. Wir gehen mal in den Modus, da habe ich das Gefühl, man sieht ein bisschen besser. Wo wir sind.
So, wir stellen uns mal so halbwegs waagerecht. Schweißer sind an. Ja, und er macht es auch schon. Okay, wir gehen noch einen Tick weiter ran. Stellen uns da noch mal so. Ein bisschen drehen noch und ein bisschen nach rechts. Okay. Jetzt versuchen wir noch mal die letzte Reihe. Ohne größere Unfälle. Hinter uns zu bringen. Dann müssen wir noch die Kamera und die Rotoren programmieren. Bei den Rotoren müssen wir gleich die Beschleunigung ein bisschen zurücknehmen. Weil jetzt mit dem großen Fade wäre das, glaube ich, noch schlechter, wenn die so ruckartig anfahren. Ne? Da müssen wir also jetzt darauf achten, dass die da sehr smooth arbeiten. Weil sonst wirklich irgendwann die Gefahr besteht, denke ich mal, dass da was bricht, wenn das zu ruckartig geht. Und dann irgendwie schwingt. Weil das jetzt doch eine ziemliche Masse ist, die da dran hängt, die bewegt werden muss. Ne? Und ja, wir müssen dann nur schauen, ob die Geschwindigkeit passt, dass tatsächlich der Sonne, dass das Feld der Sonne hinterherkommt. Dass die Rotoren so schnell drehen, dass sie auf jeden Fall, dass immer der Sonne hinterherkommen. Nicht, dass die Sonne schneller wandert, als die Rotoren dann drehen. Ne? Aber das können wir ja gleich checken. Das können wir gleich checken und das sehen wir ja dann innerhalb kurzer Zeit, würden wir das sehen, wenn da ein Problem besteht. Dann sehen wir ja, dass das hinterher zurückbleibt. So, und die letzte. Sehr gut. Okay, dann können wir sagen, unser Solarfeld ist wieder fertig. Wir haben das vierte Solarfeld fertig. Das ist super. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt in die Steuerung. Und wir parken den Kleinen mal. Dass er wieder gut versorgt ist, wieder aufgeladen wird. Ups. Ich unterschätze immer noch die Geschwindigkeit. So. Dann drehen wir uns und fahren ein bisschen rückwärts. Ups, da sind wir schon. Okay, wir sind noch weit daneben. Und er hat so verbinden, Triebwerke aus, Schweißer aus, Batterien auf Aufladen und wir können aussteigen. Und jetzt brauchen wir einen Steuerstand, das heißt Steuer
Steuerstand, das ist der hier, das wird der vierte insgesamt und da brauchen wir auch das Material. Das holen wir uns ganz kurz hier. Und dann stellen wir das Ding, das gute Stück hier hin. Und das wird der zweite weiße. Neun. Jo, ich glaube, so passt's, oder? Passt. Und schweißen. Fertig. Okay. Super. Dann gehen wir da rein. Als erstes brauchten wir die Rotoren. Und da müssen wir jetzt den da und den da. Und da müssen wir jetzt zum einen das Drehmoment auf 33 Kilonewton zurückstellen. Ungefähr haben wir es bei den anderen. Und ja, 35 glaube ich ist okay. Weil das ist ja ein bisschen größer. Das heißt, da brauchen wir auch ein bisschen mehr Power, um tatsächlich anzufahren. Ungefähr 35. Ja, 32. Okay, so. Jetzt. Und dann war es immer so, dass... weil hier die Rotorsperre natürlich rausnehmen müssen. Haben wir die jetzt beim anderen auch raus? Ja. So, du bist der erste Rotor. Du bist der Bremsendrehmoment. Du bist der... Nee, Käse. Wir müssen das ja jetzt... jetzt müssen wir die Kamera. Kamera. Und ich denke mal, das ist auch die, die hier nicht benannt ist. Das ist jetzt die Kamera Solar 04. Zack. So. Und okay. Und dann brauchen wir hier den Steuerstand. Steuerstand. Und das ist die da. Und das ist die 3. Und dann benennen wir das auch um. In 04. Jetzt dachte ich, ich kann das schon immer umbenennen. Okay. 04. Warum da manchmal die Schrift kleiner ist, kann ich jetzt nicht sagen. Kann ich jetzt nicht sagen. So. Azimut ist der Rotor. Ich denke, das ist der Rotor 6 müsste das sein. Rotor Solar 6 ist der eine. Und das ist der Rotor Solar 7. Die beiden sind das. Und die zugewiesene Kammer ist die Kamera Solar 4. So. Ja, das können wir jetzt nicht ablesen, aber das haben wir nie verstellt. Also das sollte dann so sein. Und jetzt müssen wir sagen, immer der Sonne folgen. Stets zur Sonne. Wir sind eh am falschen. Ich habe das jetzt verstellt hier. Das ist der Zweier. Das heißt, du bist dann tatsächlich hier die 3 und die 4. Nee. Okay, der Einser, der ist der Rotor Solar Astro 1 und 2. Dann ist es 3 und 4. Oh, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Moment. Also ist der 2er. Der 1er ist die Solar, ist der Rotor Solar 2. Ich habe hier Astro Rotor 01, Astro 01.
Und dann habe ich hier Rotor 2. Ja, da ist es. Das sind die 1. Das ist der Solarfeld 1. Genau. Da haben wir das. Und dann geht es weiter mit der 3 und der 4. Genau. Das heißt, du bist hier die 3 und das ist die 4. Das ist die 4 und die Kamera ist natürlich die 2. Ja, so. Dann haben wir die 3. Die müsste jetzt die Rotor Solar 1 und 2, 3 und 4. Irgendwie bin ich immer noch nicht ganz dabei mit den Rotoren. Das ist dann die 2 und die 3. Die 2 und die 3. Und das ist dann die 3 und die 4 und die 5. Genau. Und du bist jetzt hier die. Genau, da haben wir noch keine zugewiesen. Deswegen. Das ist dann die 6 und die 7. Die haben wir hier. Die 7 und die zugewiesene Kamera ist die 4. Und dann müssen wir hier sagen: Folge bitte der Sonne. Ja. Und dann läuft das Ding. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen, ob das tatsächlich funktioniert. Ups, ich habe mein Jetpack nicht an. Ob das tatsächlich funktioniert. Ja, er dreht. Er dreht schon. Denke ich jedenfalls, oder? Ah, wir haben die Rotorsperre nicht rausgenommen. Wir haben die Rotorsperre nicht rausgenommen beim Vierer, oder? Ich dachte schon. Oder war das beim Falschen? Doch, doch, wir haben die Rotorsperre rausgenommen. So, nochmal Rotor. Die 6 und die 7. Da haben wir hier Rotorsperre ist aus und hier ist die Rotorsperre auch aus. Dann haben wir einen Drehmoment 32 kN und hier haben wir einen Drehmoment von 35 kN. Okay, dann haben wir hier die... wie heißt das Ding? Steuer. Bedienfeld. Ja, wir sind eben keinem Terminal. Steuer, so, die Steuer 4 ist alles an, Name, Steuerung, Astrobase 04, Rotor, Kamera Solar 4 und an der Sonne ausrichten, an, ja, es ist alles okay. Aber irgendwie tut das noch nicht. Haben wir das Ding fertig geschweißt? Schaut so aus, ist grün. Vielleicht müssen wir die beiden. Vielleicht habe ich die Rotoren falsch zugeordnet. Da müssen wir jetzt nochmal schnell checken. Jetzt spicken wir beim 1, beim Steuerstand 1. Beim Steuerstand 1, weil haben wir nichts verstellt. Beim 2 haben wir ja was verstellt. So, Rotor 1 und 2, genau. Und der 1er ist der am Grid. Und der 2er ist der Rotor. Der 1er ist der am Grid und der 2er ist der externe. Das stimmt schon. Reicht die... reicht vielleicht die beim Rotor die Kraft nicht aus? Rotor, die 6 und die 7. Vielleicht müssen wir doch ein bisschen hochgehen hier mit der auf 90 und da auch auf 90. Genau.
Ja, die anderen Felder sind richtig ausgerichtet, richtig? Aber die Rotoren hier, die drehen nicht, das würde man da sehen. Ja doch, er dreht schon, ganz leicht, ganz langsam. Wenigstens der obere dreht ganz langsam. Ach doch, er dreht. Er dreht, aber ganz langsam. Er dreht schon. Man sieht es da unten an dem Spalt zum Felsen, der wird größer. Das heißt, dass er dreht nach links. Er dreht da ganz langsam nach links. Und ich denke, er wird brauchen. Das ist jetzt wahrscheinlich das größere Gewicht, das jetzt einfach bewegt werden muss. Und gut, da hinten ist jetzt die Sonne. Er muss jetzt ein ganzes Stück rumdrehen. Ne? Also er tut das schon. Die Frage ist, ob dieses Drehmoment wirklich reicht, um dieses Gewicht zu drehen. Wir sagen nochmal Rotoren. Rotor und nehmen da das Ding mal noch ein bisschen höher auf 200. 212 ist okay. Und da auch auf 212. Und dann schauen wir noch mal, ob er vielleicht dann schneller dreht. Er dreht schon, also er dreht schon. Aber das dauert jetzt, bis das ganze Feld ins Licht gedreht ist, zur Sonne gedreht ist. Ja, jetzt sieht man auch, dass es dreht. Das ist wahrscheinlich die große Masse, die braucht jetzt einfach mehr Power, ne? Um da zu drehen. Aber es ist nur relativ schräg. Also meiner Meinung nach müsste das senkrechter stehen. Aber das werden wir gleich sehen. Ups, falscher Knopf. Ja, dreht es jetzt schon langsam rum. Energy low. Ja. Und wenn die Sonne jetzt da rumgeht, nach rechts rum, dann sehen wir auch, ob die anderen Panels Schatten werfen. Ja, und jetzt richtet das auch auf. Okay, ich denke, er richtet jetzt auch auf. Er dreht es rum und er richtet das auch auf. Ja, das macht er jetzt. Okay, das scheint also zu funktionieren, aber er wird ein bisschen Zeit brauchen, bis er das ganz rumdreht zur Sonne. Das geht nicht so schnell, aber das muss auch nicht so schnell gehen. Das muss auch nicht so schnell gehen. Weil er muss dann nur der Sonne folgen können. Das ist dann das Einzige, was jetzt läuft er ja der Sonne entgegen, dreht also rückwärts. Und dann ist die Frage, wenn er die Sonne mal anvisiert hat, ob er dann schnell genug mitdrehen kann bei der großen Masse. Ne? Das ist dann die Frage. Aber ich denke, er richtet das jetzt auf, genau. Er richtet jetzt mehr in die Senkrechte. Und er dreht es nach links. Er dreht es gleichzeitig nach links.
Okay, dann gehe ich mal, dann würde ich sagen, gehen wir mal Energie aufladen. Und dann schauen wir noch mal kurz hoch, ob das passt und ob er der Sonne hinterherkommt. So. Und dann sollte unser Energieproblem, das eh nicht richtig bestanden hat, also wir hatten noch kein Energieproblem, aber dann sollten wir auf jeden Fall wieder genügend Power haben, dass die, so, die Sonne steht jetzt da drüben. Ja, da muss er noch ein bisschen rüber drehen. Und jetzt ist nur die Frage, kollidieren diese beiden Felder? Kollidieren die irgendwann? Nee, ich denke nicht. Nein. Das denke ich nicht. Wenn wir mal von oben drauf schauen. Ja, nein. Das ist nicht. Die sind nicht breit genug. Die kollidieren nicht. Okay. Das passt. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Da bin ich jetzt einfach davon ausgegangen, dass wir weit genug weg sind. Aber jetzt, gerade eben, war ich ein bisschen unsicher, ob das wirklich funktioniert. Und jetzt schauen wir uns den ganzen Spaß nochmal hier an. Ich denke, er müsste jetzt bald in derselben Richtung laufen wie die anderen. Wir sehen das eher am unteren Feld, ob er sich dann da ausgerichtet hat nach dem. Ziemlich genau. Ja, und wir haben da keinen Schatten. Also entweder die werfen eh keinen Schatten. Also wie gesagt, die Hinweise in den Kommentaren waren so nach dem Motto, man kann zwei Panels auch hintereinander setzen und die haben beide dann praktisch denselben Wirkungsgrad. Also die beschatten sich nicht. Es könnte also sogar sein, dass die Panels das Sonnenlicht sogar durchlassen. Dass also eine Schicht vom Panel im Prinzip durchlässig ist, sondern die Sonnenlicht durchlässt. Und dann würden die sich natürlich nie beschatten, ne? Dann würden die keinen Schatten werfen. Genau, also jetzt denke ich, aber er muss nur meiner Meinung nach ein bisschen aufrichten. Aber er ist schon ziemlich nahe am optimalen Stand. Und er dreht jetzt, glaube ich, auch schon mit der Sonne. Also er, ja, ich denke, er dreht jetzt schon mit der Sonne. Aber ich sehe, das obere, die Panel müsste jetzt eigentlich einen Schatten werfen, aber es tut es nicht. Also ich denke, dass also wenn das eine Schicht von Panels ist, dann wirft es auch keinen Schatten. Das heißt, das Problem haben wir dann gar nicht, dass die sich gegenseitig beschatten, ne? Was anders wäre, wenn wir es jetzt doppelt, wenn wir jetzt nicht das doppelt nehmen, wenn wir also nochmal eine Schicht sozusagen am Panels davor setzen. Dann würde das, denke ich, einen Schatten werfen, weil dann wird wahrscheinlich 100% vom Sonnenlicht geblockt dahinter. So, was ich jetzt noch gerne mal sehen würde, ist, wie unsere, wie schauen die aus? Ja, die haben gar keinen, die sind gelb, die sind natürlich jetzt nicht in der Sonne, ja. Das heißt aber, gut, das ist hier eh nicht wirklich wichtig, weil die Sonne würde nicht lange genug da stehen. Ne? So, 345 Kilowatt, ja, genau. Das war vorher bei irgendwo 160 oder 170, glaube ich,
war die Ladung. Das heißt, es hat sich jetzt hier deutlich, deutlich erhöht, um 100, irgendwas 50, also fast verdoppelt. Was auch der Menge der Solarzellen entspricht, ne? Und aufgeladen in 9 Stunden bei 600 Kilowattstunden. Ja. Okay, das heißt, maximale Zufuhr 12 Megawatt. maximale, nee, aktuelle Zufuhr. Und wo ist die maximale? Maximal benötigte Energie 12 Megawatt, ja. Das heißt, da sind wir natürlich noch ein ganzes Stück weg. Aber bei 12 Megawatt Ladestrom würden die auch sehr schnell geladen innerhalb von, weiß ich nicht, ein paar 10 Minuten oder sowas. Und das macht ja eh keinen Sinn, weil dann wären die ruckzucki aufgeladen. Also das wäre jetzt nicht, das ist nicht nötig, ne? Dann wären die ruckzucki aufgeladen und dann würde man im Grunde genommen die Energie, die von den Solarzellen kommt, würde man verschwenden, weil die könnte dann nicht mehr gespeichert werden und die ist dann weg, die geht verloren, ne? Ja, also da haben wir jetzt, da sehen wir jetzt auch, dass die in derselben Richtung stehen, würde ich sagen. Die stehen jetzt in derselben Richtung, sind ein bisschen stärker geneigt, finde ich. Aber das kann sich noch ändern. Es kann sein, dass der Router die erst langsam aufrichtet dann, ne? Da geben wir ihm jetzt noch ein bisschen Zeit. Aber auf jeden Fall funktionieren die schon ganz gut. Die liefern also schon Strom. Die liefern schon Strom. Wir können da ja nirgendwo rein in die Zelle selber, ne? Da ist keine, ne? Wir können ja mal kurz vergleichen. Wir können ja mal kurz vergleichen, dass wir eine alte Zelle nehmen. Eine der ersten. Und dann eine der neuen. Und schauen, wie groß ist der Ladestrom. Solar. So, da haben wir also jetzt zum Beispiel Solarkollektor, irgendwas hier, die 11. Die hat 159. Die hat 159 Kilowatt Abgabe. Und jetzt können wir mal ganz nach hinten gehen. Da haben wir die 400 irgendwas, 458, 159, ja. Also die liefert dieselbe Energie als alle anderen auch. Geringfügig mehr sogar. Ja, ein Tick mehr. 63 und 42. Also keine Ahnung, wo da der Unterschied liegt, weil die älter sind, ich weiß es nicht. Das heißt also, unser viertes Solarfeld ist im Betrieb und funktioniert. Bingo. Das ist das, was wir wollten. Und dann würde ich jetzt sagen, okay, da waren wir erfolgreich. Passt. Das ist alles hier schön im Blick und ich würde sagen, wir schauen mal hier, ob wir ein schönes Bild, aber die vierten Solarturm kriegen wir nicht drauf, aber das da kriegen wir drauf. Genau. Ein schönes Bild mit unserer bisherigen Base. Naja gut, sie ist ein bisschen vom Asteroiden abgesetzt, das sieht man jetzt. Also vorne müssen wir noch ein bisschen, da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten, weiß ich nicht. Begradigen wenigstens. Das sieht jetzt natürlich ziemlich abgerissen hier aus, wo es aus dem Fels rausgeruckt ist sozusagen. Da müssen wir die Kanten noch ein bisschen begradigen. Das habe ich mir bisher gespart, aber das können wir noch mal machen, dann in aller Ruhe, dass wir das noch ein bisschen begradigen. Muss ja nicht jetzt irgendwie eine große Aktion, aber dass es wieder ein bisschen besser aussieht. Genau. Aber wir wissen jetzt auch, dass die Rotoren das schon noch verkraften hier, dieses 15 mal 15 Feld.
Genau. So, das heißt, die Energieversorgung ist, denke ich, wieder im Lot. Die war vorher schon okay, weil wir haben ja gesehen beim letzten Mal, unser Megafrachter wurde geladen, die Jump Drives wurden aus den Batterien geladen und die Batterien im Frachter wurden aus den Batterien der Station geladen. Das heißt, die Kapazitäten in der Station, die reichen auf jeden Fall aus, um das alles zu managen. Und wenn, können wir da unten auch schnell noch eine Schicht oder zwei an Batterien dazu packen. Das ist jetzt auch kein großer Akt. Also das würde uns eine Stunde beschäftigen, schätze ich mal. Und dann haben wir hier wieder Energiemenge, die auf jeden Fall ausreichend ist. Und ja, das heißt also, das nächste Ziel wäre dann aus meiner Sicht, und jetzt schauen wir noch mal ganz kurz, wie unser Cash-Stand aussieht. Das können wir ja hier abrufen. Knapp 5 Millionen. Knapp 5 Millionen. Also wir haben jetzt im Grunde genommen zwei Sachen. Wir müssen einmal den Frachter, diesen Long-Distance-Frachter, und das zweite sind hier die Ressourcen. Da haben wir jetzt ja nur noch 2000 Kilogramm 2K an Gold. Und das ist schon ziemlich knapp 3000. Das ist schon, naja, jetzt noch nicht kritisch, aber es möglicherweise wird es uns schon handicappen. Das heißt, von der Priorität her denke ich, wäre das nächste wieder eine Mining-Tour mit einem Megaminer. Wir fliegen noch mal ein paar Asteroiden an und holen uns noch mal Gold, Silber und Kobalt. Und dann haben wir hier noch Produktion läuft im Moment keine mehr. Da könnten wir mal schauen, was wir hier. Wir haben bloß noch 800 von diesen Panzerplatten, ne, zum Beispiel. Also da würde ich sagen, wir produzieren jetzt noch mal ein bisschen nach, weil die Produktion, gehen wir es mal von vorne durch, das reicht. Da würde ich einfach noch mal 7 nachproduzieren bei den Trägern. Bei den Trägern würde ich 7 nachproduzieren. Dann bei denen würde ich 12 nachproduzieren. Dass wir immer so 15.000 haben, da würde ich 15.000 nachproduzieren bei der internen Panzerung. Dann haben wir hier die Gitter. Ja, da würde ich 8 nehmen. Die Gitter brauchen schon Kobalt. 8. Dann haben wir hier 7, da würde ich auch 8 nehmen. Das sind die, die brauchen Nickel und Eisen. Das ist gar nicht so schlimm. 8, dann bei denen würde ich 6 nehmen, bei den Rohren. Dann haben wir hier, ja, die hier, die Schwerkraftgeneratorkomponenten, die brauchen ziemlich Ressourcen. Da würde ich vielleicht auch nochmal 1000 nachproduzieren. Aber die brauchen eben Gold. Die brauchen tatsächlich 1 Kilo Gold. Ja, das ist die Sache, ne? Das ist unser Goldverbraucher. Naja, machen wir mit 2. Ja, dann haben wir hier 14, das ist okay. Sprengstoff, glaube ich, braucht man nicht so viel. Hier würde ich 9000. Da würde ich 6000 nehmen bei den großen Rohren. Und vielleicht 6100. Motoren, da würde ich 8000. Dann da haben wir 20K, das reicht, das passt. Bei denen 4000 Solarzellen. Dann 8000. 7000, 8000 Computer.
die gehen schnell, die kosten auch nicht viel Ressourcen. Dann darf ich die auf 5000 hochgehen. Was brauchen die denn? Da haben wir 2000, die Supraleiter. Die sind, glaube ich, auch relativ teuer. Ja, die brauchen auch Gold. Da würde ich jetzt mal 3000 nehmen. 4000. Ja, dann wird unser Gold eh schon zu Ende. Na, machen wir lieber nochmal 3000. 3. Dann ist unser Gold nämlich ziemlich am Ende. Dann brauchen wir hier 8000 von den Herstellungskomponenten. Dann Reaktorkomponenten 4400. Was kosten die denn? Die brauchen Silber, aber da haben wir noch genügend. Dann nehmen wir da auch 11.000. Okay, dann haben wir Stahlplatten. Ja, da brauchen wir jetzt noch 6.000. Da können wir locker wieder 14.000, 15.000 brauchen. Dann nehmen wir 20.000. Okay, und der Rest ist Flaschen und das war's. So, und da müssen wir mal schauen, unsere Energie auftanken und unsere Flaschen wieder auffüllen bei der Gelegenheit. Flaschen auftanken. Okay. Gut, dann sind wir da soweit wieder auf dem Laufenden. Wir haben Energie, wir produzieren. Dann würde ich sagen, nächste Runde wäre Mining. Nächste Runde wäre wieder eine Runde mit dem Miner. Und dann haben wir wieder, wenn wir wieder genügend Erze hier haben, um genügend Metallvorrat zu haben, dann würde ich sagen, geht's an den Bau von unserem Long-Distance-Frachter. Ja, schauen wir mal. Okay, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Da haben wir jetzt im Wesentlichen das Solarpanel ausgebaut, aber ja, ich glaube, das war nötig. Das war nötig und wir schauen mal kurz nochmal die Batterien. Das gefällt mir, wenn die wieder Energie haben. 652 und in 9 Stunden aufgeladen, ja, 345 Kilowatt. Genau. Und jetzt läuft auch die Produktion, denke ich, oder? Läuft die? Schauen mal, Produktion läuft, ja. Das heißt, da laufen jetzt auch 2, 4, unsere 4 Montageanlagen laufen jetzt auch, ne? Montage, ja, die laufen. Der läuft. Die machen jetzt alle Panzerglas. Okay, das läuft. Gut. Das wäre auch noch ein Punkt, war auch ein Hinweis in den Kommentaren. Vielen Dank dafür, dass es da diese neuen Module gibt. Und da gibt es diese, wie hießen die jetzt nochmal schnell? Ich finde die jetzt hier gar nicht. Hier ist das Erweiterungsmodul, Effizienzmodul, glaube ich, hießen die. Effizienzmodul, das war's. Und ja, da brauchen wir Supraleiter, da brauchen wir und so weiter. Also die sind schon ein bisschen teurer. Effektivität erhöhen den Produktionsertrag von Raffinerien. Ach, bei den Raffinerien können wir den dran packen, wenn sie an sie angeschlossen sind. Ich weiß nicht, ob das auch bei den Montageanlagen funktioniert. Aber bei den Montageanlagen könnten wir noch, die haben wir jetzt so gereiht, die könnten wir noch mal anders positionieren und an allen 4 Seiten Erweiterungsmodule dran packen. Dann würden die noch mal schneller sein. Also, ja, im Moment, glaube ich, besteht noch nicht unbedingt Bedarf, das auszubauen. Aber das ist auch so eine Überlegung jetzt im Moment bei mir, zu sagen, wir organisieren oder wir bauen nochmal. Aber da müsste man dann die ganze Produktionskette im Grunde genommen umbauen.
weil die Versorgung und so weiter, also da müssen wir das Leitungsnetz auch komplett anders. Da würde ich fast sagen, im Moment ist ja die Kapazität ausreichend. Also es ist nicht so, dass wir schon hier auf dem Schlauch stehen. Vor allem, wenn wir das immer rechtzeitig in Auftrag geben, dass das Zeug produziert werden kann, dann macht er das ja im Hintergrund einfach so mit, ne? Während wir irgendwelche anderen Sachen tun. Und da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass die Anzahl der Raffinerien und die Anzahl der Montageanlagen schon irgendwie zu wenig sind, dass wir da schon irgendwie am Schlauch stehen. Also im Moment reicht es noch. Und wenn wir jetzt am Mars tatsächlich irgendwas machen, dann würde ich da tatsächlich die Produktionsanlage nochmal nach einem neuen Kenntnisstand sozusagen aufbauen, auch mit etwas mehr Platz, dass wir ja, dass man das dann effizienter aufbaut. Aber im Moment reicht das, denke ich, ganz gut. Gut, dann würde ich sagen, ja, das war's für diese Folge. Und nicht so ereignisreich, aber diese Folgen müssen eben auch sein. Wir schauen nochmal ganz kurz nach den Solarzellen. Das interessiert mich noch, ob die jetzt wirklich, ja, und ich denke, die ist jetzt auch, sie kommt mir noch ein bisschen steiler vor als die anderen, aber das kann jetzt optisch einfach täuschen. Ja, es glaube ich passt. Und die kommt auch hinterher. Es sieht nicht so aus, als würde es jetzt dem Rest hinterherhinken. Und ich habe auch das Gefühl, sie steht prall zur Sonne. Ja. Sie steht richtig zur Sonne, genau wie die anderen auch alle. Jo. Gut, also, dann würde ich sagen, Energie ist wieder okay. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu seid und nichts verpassen wollt, dann gerne auch ein Abo. Hilft dem Kanal, freut mich. Und natürlich freue ich mich auch, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann.